Name ist Wolfgang Rüther. Ich bin seit 8 Jahren Museumsdirektor hier im Freilichtmuseum Wolfsee bei Kiel. Ich möchte Sie einladen, mit mir auf eine Suche zu gehen. Und zwar auf die Suche nach dem Typischen in Schleswig-Holstein. Das Freilichtmuseum, das 1965 eröffnet wurde, hat immer mit dem Slogan geworben: ganz Schleswig-Holstein an einem Tag. Das Freilichtmuseum ist also ein kleines Modell unseres Bundeslandes. Und wenn wir hier das Typische suchen und hoffentlich finden, dann sagt uns das natürlich auch etwas über die Kultur, über das Typische in ganz Schleswig-Holstein. Und unsere kleine Suche beginne ich gleich hier am Torhaus. Das Torhaus ist der Start des Museumsbesuchs. Hier kauft man sein Ticket. Hier ist auch die Verwaltung untergebracht. Und dieses Torhaus ist auch ein Symbol nach außen für das gesamte Freilichtmuseum. Wenn man dieses Torhaus sieht, dann weiß man sofort, das ist das Torhaus von Wolfsee. Und von daher steht das Torhaus selbst ja auch für das Freilichtmuseum. Ist das nun das Typische? Solche Torhäuser von ostholsteinischen Gutsanlagen, die gab es zum Beispiel in Schönweide, in Ahrensburg und auch noch in anderen Gütern hier in Ostholstein. Und dieses Torhaus, wie wir es hier haben, geht zurück auf einen Entwurf von 1770 für das Gut Deutschnienhof in der Nähe von Westensee. So könnte man also sagen, es ist zumindest etwas Typisches für Ostholstein, für den ostholsteinischen Güterbereich, nicht für ganz Schleswig-Holstein. Dieses Torhaus hier geht zurück, wie ich schon sagte, auf einen Entwurf von 1770 vom Architekten Greggenhofer. Dieser Herr Greggenhofer hatte seine Ausbildung als Architekt in Bayreuth vollzogen und dort in Bayreuth fränkischen Rokoko kennengelernt und fränkischen Rokoko gebaut. Und zwar hat er solche Formen auch gebaut, solche Torhäuser, aber in Sandstein, gelb eher von der Farbigkeit. Und dann ist er um 1750 Baumeister am Eutiner Hof geworden. Und hier sollte er auch Rokoko bauen, wie er ihn in Bayreuth kennengelernt hatte. Aber hier gab es keinen Sandstein, denn Schleswig-Holstein ist ein Land, das überhaupt keine Natursteinvorkommen hat, außer den Findlingen, aber mit denen kann man sowas nicht bauen, und außer dem bisschen Kalkstein am Kalkberg in Segeberg. Ja, was sollte er machen? Er hat also die Materialien genommen, die hier in Schleswig-Holstein zur Verfügung standen, und das war Ziegel. Und dann hat er seinen Rokoko, wie er den in Bayreuth in Sandstein gebaut hatte, den hat er einfach in Ziegel übertragen, die weiß gefassten Ecklisäen dort angelegt und hat damit etwas Neues geschaffen für Ostholstein. Etwas Typisches, aber das entstand eben aus der Mischung, aus einem Kulturimport, den ein Zugewanderter, den der Greggenhofer, das war ja gar kein Schleswig-Holsteiner, mitgebracht hat und das heimische Material eingebracht hat in seine Ideen. Und so entstand etwas Typisches. Aber etwas Typisches nicht für unser ganzes Bundesland, sondern Ostholstein. Aus der Kombination von neuem Impuls aus der Fremde und Einheimischen. Und so lernt man gleich etwas über Kultur. Nicht immer, aber meistens zeigt sich, dass Kultur sich erstens wandelt. Hier kommt etwas Neues und wird dann heimisch für einige Jahrzehnte. Und es entsteht aus einem Impuls von außen in der Kombination mit Altbekannten vor Ort. Das ist typisch, nicht nur für Schleswig-Holstein, sondern für Kultur insgesamt. Aber so entstand eben etwas Typisches für unser Bundesland und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir es hier im Freilichtmuseum zeigen. So, wenn man hier vom Torhaus runterkommt, dann kommt man hier zu einer kleinen Baugruppe Ostholstein und Propstei. Und wir sehen gleich, wie die Gutsherren in Ziegel gebaut haben. So haben auch die reichen Bauern in der Propstei Ziegelarchitektur gekannt. Links das Großbauernhof eines Propsteier Bauern aus Basbek von 1797 in Fachwerk. Also
etwas anders als die Gutsarchitektur der adligen Oberschicht, aber auch in Ziegeln. Wir sehen schon, die Ziegelarchitektur ist auch über die sozialen Grenzen hinweg etwas Typisches in Schleswig-Holstein. Aber, ich habe ja gesagt, wir machen uns auf die Suche. Und wir fragen, war es das immer? War die Ziegelarchitektur schon immer typisch in Schleswig-Holstein? Ziegel wurden von den Römern erfunden. Und hier waren ja früher keine Römer, das wissen wir. Und deshalb ist die ältere Architektur in Schleswig-Holstein auch keine Ziegelarchitektur. Aber Naturstein hatten wir ja auch nicht, außer den Findling und ein bisschen Kalkstein in Segeberg. Die ältere Architektur in Schleswig-Holstein war Fachwerkarchitektur. Aber wenn wir unser ältestes Haus anschauen, dort hinten das Pfarrhaus aus Grube von 1569, dann sehen wir, obwohl es auch ein relativ reiches Haus war, auch ländliche Oberschicht, der Pfarrer gehörte auch zur ländlichen Oberschicht, der baute Fachwerkarchitektur ohne Ziegel, denn er hatte eine Lehmausfachung. Und wenn wir weiter gucken, hier die Altenteilerkarte vom Hof Götzsch von 1650, auch die ist noch 70 Jahre später ohne Ziegel errichtet worden und auch in einer Lehmausfachung, die dann weiß gekalkt worden ist. Und wenn wir drüben hinschauen, zur Scheune aus Süderstapel, dort, dann sehen wir, die ist auch aus dem 17. Jahrhundert, dass auch Scheunen, also nachgeordnete Funktionen, das Gebäude, mit einer Lehmausfachung weiß gekalkt errichtet wurden. Wir sehen also, dass die ältere Architektur und später auch die nicht so hochrangige, also eine Altenteilerkarte, eine Scheune, ein Stall, nicht in Ziegel errichtet worden sind. Also ist der Ziegel eher eine jüngere Entwicklung. Und das passt auch dazu, dass die Adligen in Ziegel bauten. Das war ein Prestigematerial, mit dem konnte man ein wenig angeben. Das hatte aber auch seine gute Funktion, denn Ziegel hält länger, er ist brandsicherer, er ist sicherer gegen Einbruch, aber man kann eben damit auch deutlich machen, ich kann mir das leisten. Ziegel war teuer. Aber Ziegelfachwerk, das findet man ja auch in Niedersachsen, das findet man im Münsterland, in Westfalen. Es ist also kein Alleinstellungsmerkmal für Schleswig-Holstein. Aber in Schleswig-Holstein ist es besonders weit verbreitet. Und das hatte Folgen. Ich hatte ja schon gesagt, dass Schleswig-Holstein ein ganz steinarmes Bundesland ist. Wenn man also dauerhaft bauen will, brandsicher bauen will, einbruchsicher bauen will, dann braucht man Steinmaterial. Wir haben aber keinen Naturstein. Man kann ihn teuer importieren oder man kann ihn vor Ort in Form des Ziegelsteins produzieren. Denn Ziegelstein, das vergisst man immer, ist ja ein Kunststein. In der Natur gibt es keinen Ziegelstein. Ziegelstein wird gebrannt aus Lehm. Man greift also in die Natur ein, indem man eine Grube gräbt und den Lehm entnimmt. Und dann braucht man viel, viel Holzkohle oder Holz, um mit Feuer diesen Lehm zu brennen. Und wenn ich nun in Schleswig-Holstein ganz besonders viel Ziegelstein habe, Ziegelsteinarchitektur, dann hat das auch die Landschaft geprägt. Erstens haben wir hier Gruben, die Lehmgruben, auch hier im Freilichtmuseum da hinten, die dauerhaft bleiben, die nie wieder verschwinden. Heute wachsen dort Orchideen. Und wir haben heute etwas ganz Typisches für Schleswig-Holstein, denn unser Bundesland ist das waldärmste Bundesland überhaupt. Das ist etwas Typisches für Schleswig-Holstein. Und das hängt damit zusammen, dass es in Schleswig-Holstein keinen Naturstein gibt und dass wir auf der anderen Seite viel Ziegelarchitektur haben. Denn diese Ziegel mussten produziert werden mit Holz und das hat neben dem Schiffbau und neben Glashütten dazu beigetragen, dass wir heute das waldärmste Bundesland sind. Und so gehören Natur, naturräumliche Ausstattung, unsere heutige Kulturlandschaft, die waldarm ist, die aber Lehmgruben kennt und Ziegelarchitektur, so gehört das alles zusammen. Und das, diese Gemeinschaft von Kulturlandschaft mit wenig Wald und Ziegelarchitektur, das ist etwas.
etwas Typisches in Schleswig-Holstein.